Hallo zusammen, hier ist wieder euch und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar leveln wir heute wieder ein bisschen meinen Vulpire weiter. Mittlerweile ist er schon auf Stufe 71. Ich habe hier gerade noch einen Dungeon-Proc gekriegt. Oh, Burning Crusade Dungeon, wo ich noch nicht drin war tatsächlich. Und ich darf nicht vergessen, dass ich meinen Trank reinschmeiß. Und ja, mal gucken. Diesmal sind wir quasi solo unterwegs. Der Pico hat mich im Stich gelassen. Ich glaube, der hat heute auch Raid tatsächlich. Und mal gucken, die Instanz, da hauen die Mobs tatsächlich immer ganz gut rein. Mal schauen, ob wir einen guten Heiler dabei haben. Ich bin am Überlegen, ob ich jetzt gleich einen großen Mars-Pull mache. Und zwar kannst du, wenn du in dem Raum den Boss pullst, kommen alle Mobs im gesamten Raum ran, ne? Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist tatsächlich. Ach, ich hasse es. Das erste, was die halt machen, ist dich chargen, dann kannst du die nie gescheit antanken. Ah, nice, jetzt wurde wer anders gecharged. Perfekt. Ich versuch's jetzt einfach mal. Pull einfach mal den Boss und gucken, ob's gut geht. Oh, war ja. Ne. Wenn ich das jetzt hier schon sehe, wie ich da auf den Sack krieg. Was macht denn der? Okay, Ich glaube, das wird eher eine Nullnummer. Ich glaube, die machen wir einzeln. Wenn ich da schon sehe, was ich da auf den Sack krieg. Ich glaube, die machen wir weg. Okay, sie hat den Boss gepult. Zieh einfach schon mal Anti-Magic. Dann darfst du den Boss dann, glaube ich, auch nicht mehr hitten, wenn der so ist. Hitte ich jetzt mal nur die Kleine. Ja, du killst dich. Der Worry killt sich selber weg hier. Okay, es ging tatsächlich gut. Alle CDs rausgehauen. Jetzt habe ich halt auch nichts mehr. Auch mit dem Damage Reflect ist es bei dem tatsächlich relativ gefährlich. Ja, das geht. Du kannst deinen Char weiter runter skalieren und mit einem anderen zusammen leveln. Ah, schau mal an. Ein Transmog-Item. Wunderbar, das nehmen wir doch mit. Also wenn du mitkommen willst, kannst du das gern machen. Dann kann ich dich nach der Innie einladen. Ich glaube, du kriegst dann auch ganz normale EP, bloß kannst halt dann wieder niedrigeren Content spielen. Eigentlich schon ganz cool gemacht. Ich habe jetzt halt einen Diszi hier als Heiler. Ja, die hauen halt echt schon ganz gut rein. Ich glaube, hier kann ich bei jeder zweiten Gruppe einfach mal das Anti-Magic Anti-Magic-Schild ziehen. Ich habe auch noch den Mars-Grip. Eigentlich wollte ich... Warte mal, den Mars-Grip, den packen wir mal hier auf T. Und, ja, die Tentakel, den kann ich mal woanders hin basteln. Weil der Mass Grip ist eigentlich recht stark, nicht nur zum kompletten Zusammenziehen, sondern auch, weil du durch das Ziehen alle Mobs einmal interruptest, ne? Also das bringt tatsächlich schon was. Vor allem bei so vielen Castern, ne, sind die alle einmal interrupted. Ist schon eine schicke Sache. Oh, dann haben wir gerade noch die Heilung einmal abgebrochen. Also wenn du noch mit willst, ne, ich weiß jetzt nicht, wie hoch dein Char ist, aber das müsste eigentlich funktionieren. Bloß, ich habe das mal getestet. Du hast dann, also einige Sachen kannst du nicht nutzen. Ich glaube, so Legendary-Effekte gehen nicht. Und ich glaube, auch die Sachen aus BFA gehen nicht. Also jetzt so, ja, von den Artefakt-Items, ne? Beziehungsweise auch der Hals, die Essenzen und so. Ich glaube, die ganzen Sachen sind dann versperrt tatsächlich. Zumindest ging das bei mir vorhin nicht. Also, was heißt vorhin nicht? Als ich das mal getestet habe, da habe ich mir nämlich auch gedacht, oh, da kann ich jetzt hier einiges abusen und ziehe alle möglichen alten Sachen an, werde runtergescaled und bin dann total krass quasi auf dem Level, aber das geht leider nicht. Da hat Blizzard tatsächlich schon so weit gedacht gehabt. Jetzt muss ich bloß gucken, was ich hier mitnehmen muss. Nicht, dass ich irgendwelche Quest-Sachen vergesse, aber soweit ich das jetzt noch im Gedächtnis habe, ziehen wir sie mal alle zusammen. Soweit ich das im Gedächtnis habe, musst du hier die Mobs nur töten. Und im HC gab es, glaube ich, irgendwie so eine Quest, dass du so einen Mob rausbegleiten musst, die eigentlich fast jedes Mal damals schiefgegangen ist. Haben wir eigentlich gut Schaden? Ja, der Hexer, der rödelt ganz gut drauf, ne? Na komm, ziehen wir den Boss hier mit rein. Der hat ja, glaube ich, immer gestunt, ne? Der Typ. Ah ja, schau, da ist es. Gut, theoretisch würde ich mit der eisigen Gegenwehr da rauskommen, aber ich spare sie mir mal lieber. Man weiß ja nie, ob man sie noch irgendwo brauchen kann.
Schauen wir mal, wie Single-Target technisch aussieht. Ich muss das mal umlegen, ne? Wenn ich irgendwo drüber fahre, dann ist das immer beim Recount drüber, also über meinem Damage-Meter. Ja, die fahren doch ganz gut Schaden. Ach so, du bist gerade am Progressen. Ja, alles kein Ding. Oh, Kugelboss ist bestimmt auch interessant. Ah, schau mal, den kann ich abbauen, den Tut. Haben wir denn drin? Acht Adamantiterz, die leider nichts wert sind. Corium würde ich brauchen. Ich habe letztens mal geguckt, ne, was so die verschiedenen Sachen wert sind, weil ich halt auch so ein bisschen Transmog für mich basteln wollte. Und Coriumbahn kosten hier auf Antonidas ein Schweinegold. Also sie sind richtig teuer tatsächlich. Deswegen, hab mir schon fast überlegt, ob ich lostigern soll und so alte Mats farme, ne? So Corium und sowas. Oh weia. Das wird jetzt hier wieder lustig. Hier wirst du halt ganz gern mal hin und her gefiert, ja. Und dann wird der halbe Laden gepullt und dann wird's eklig. Und im nächsten vier. Am besten zieht man die so ein bisschen zurück, ne? Aber wir gehen ja mal hier voll Risiko. Wird schon schief gehen, quasi. Na komm her. Vor allem, wenn du hier desorientiert wirst, dann ja, greifen sie halt auch irgendwen an. Das ist auch mal so ein bisschen blöd. Oh, wir haben jetzt Verbündete erwecken tatsächlich. Jetzt haben wir ein Battle Reds. Ich glaube, ich ziehe mir das mal raus. Okay, sie haben schon wieder alles. Aber ja. Nicht so eine gute Idee hier immer alles zu adden, weil jetzt gehen sie halt auf die DDs, ne? Bist halt hier nur noch gesilenced irgendwann. Alter, das war halt sau knapp. Ah, jetzt bin ich auch noch tot. Alter, ich hasse immer so Leute, die meinen, sie müssen reinpullen, echt. Es ging jetzt halt gerade noch gut, aber nur weil ich halt alle CDs dafür gesaved hatte tatsächlich. Das Problem ist, im Normalfall bist du ja schneller, wenn du große Masspulls machst. Hier bist du halt nicht schneller, weil dann einfach alle die ganze Zeit im CC sind und dann dauert es halt länger tatsächlich. Deswegen, pull ich die halt meistens einzeln, die Mobs. Echt? Aber warum ist denn Corium so teuer? Das verstehe ich gar nicht. Das kannst du doch auch ganz normal einfach in den Zonen abbauen. Klar, es ist halt wesentlich seltener, ne? Als jetzt irgendwelche anderen Erze, das verstehe ich schon. Also Adamantit und Teufelseisenerz, das liegt wesentlich öfter rum, das ist schon klar. Aber warum jetzt Corium so viel teurer ist? Weil hier das Adamantiterz, ne, das kostet halt irgendwie so 8 Gold. Ist halt nix eigentlich. Und wenn ich dann aber halt vergleiche, das Corium 1000 Gold pro Erz, ist halt dann doch eine Hausnummer, tatsächlich. Also, weißt du, dafür, dass es halt ein Erz ist, das ganz normal rumliegt. Auch hier, dieser Kahn-Barren, ne, der kostet auch richtig was. Und da brauchst du da, glaube ich, auch nur so ein Kahn-Kristall, den du ja auch bei Thorium rauskriegst. Ja, gut, komm, pullen wir den Boss mal nicht mit, weil die gehen wieder hoch und dann Shepherds. Ziehen wir extra mal Anti-Magic. Wenn da irgendein Melee dran steht, der wird da oftmals weggenatzt von den Viechern. So, den taunten wir mal. Muss nebenbei gucken, ich bin nur so ein bisschen BG am Leechen. Muss mich irgendwo hinstellen zum Deffen, ne? Safe stehen. Warte mal, wo kommen jetzt die her? Oh, weia. Wir haben irgendwie einen Haufen geaddet. Ah, ich glaube, wir hatten das eine Pack stehen lassen. Die kommen ja alle, wenn du den Boss holst, ne? Immer ein bisschen blöd an der Stelle. Nee, aber ich bin tatsächlich am Überlegen, ob ich mal hergehe und ein bisschen Corium farm. Ob's.
ob das vielleicht gut was bringen könnte. Ich schätze zwar, dass es halt ewig dauern wird, bis du es verkaufst, ne? Aber für den Zeitaufwand ist es, denke ich mal, gutes Gold. Wenn du da ein bisschen über Nagrand ein paar Runden drehst, müsstest du eigentlich schon ganz gut Corium zusammenkriegen können. Also, da bin ich mir relativ sicher. Ach, 40 Erze pro Stunde hast du gekriegt. Okay, das ist jetzt nicht so viel tatsächlich. 40 Erze pro Stunde? Na gut, aber dann hast du halt 40k Gold die Stunde gemacht. Finde ich jetzt schon nicht schlecht. Und das ist ja eine skalierbare Sache, ne? Also heißt, du könntest, also, ne, wenn du jetzt Multiboxen würdest, könntest du ja auch dann 80 oder, ne, noch mehr, oder wenn du jetzt mit 10, dann wäre es ja echt ganz gut. Ob das natürlich dann so gut verkauft kriegst, ist die andere Sache. Ob Platz für eine Idee ist, ja klar. Also ich bin jetzt hier gerade mit Randoms unterwegs. Ich weiß jetzt nicht, ob die nochmal queuen, aber nachher, wenn ich aus der Gruppe rausgehe, kannst du gern mitkommen, ja. Da können wir dann gerne was basteln. Aber die sind jetzt, mit denen bin ich jetzt ganz gut durchgekommen. Der Heiler hat vor allem auch gut Schaden gemacht. Aber sobald der Heiler weg ist, gehe ich raus, dann kann ich dich gerne mit einladen. Vorhin gerade habe ich noch gefragt, ob wer mit rein will, ne? Naja, jetzt schauen wir mal. Weil ohne Heiler wartest du halt immer relativ lang, dass du in den Dings reinkommst. So, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt hier einmal raus und gucken mal. Ich habe nämlich noch ein paar Quests gemacht gehabt. Oh nein. Anstrengend. Da ist ein Ali drin, der hier die Leute umhaut. Really? Geht halt auf beiden Fraktionen deppen. Man muss es so sagen. Ganz ehrlich, was bringt dir das? Da einfach irgendwelche Lobbys umzunatzen. Solche Leute sind mir immer suspekt, ich sag's euch. Nee, also du kannst nur nach unten sinken, nicht nach oben. Also, soweit ich weiß, oder? Berichtigt mich, wenn ich falsch lieg. Aber ich glaube, nach oben kannst du nicht sinken, oder? Das wäre, wenn du nach oben sinken könntest, dann würde ich mich ja instant nach Draenor sinken. Sinken klingt immer so ein bisschen komisch. Und w oh, das ist jetzt nicht so gut. Und würde da halt die Schätze abbauen. Also ich denke nicht, dass das geht. Das wäre richtig, richtig hart, wenn das gehen würde. Wisst ihr, was ich meine? Also ich vermute nicht, dass das funktioniert. Ach shit, ich hätte halt vielleicht den Caster, aber den kann ich noch interrupten. Muss ich einen CD ziehen? Ah komm, ich zieh mal hier eisige Gegenwehr. Safety first. Also wie ich das System verstanden habe. Ich habe es tatsächlich noch nicht genutzt, ne? Obwohl doch, ich habe es einmal genutzt wegen BGs. Da gab es so extra Marken, wenn du mit. Ach. Warum hat man denn die jetzt hier geaddet? Ist halt wieder so dumm, die ganzen Caster zu adden. Ja, da kannst du richtig Profit machen. Es ist halt die Frage, wie gut Corium weggeht, ne? Das weiß ich halt jetzt nicht, was da so der. Warte mal, ich kann mal kurz auf meinem zweiten WoW schauen. Wenn ich jetzt einfach. Corium schreibt mal mit H, oder? Corium. Ah, doch, hier. Was der Verkaufswert ist. Warte mal, wir pullen die jetzt mal, dann zieh ich's euch kurz rein. Für die, die es vielleicht. Also, jetzt, ne? Also, hier haben wir einen Corium. 1400, Minimum Sofortkaufpreis. Und es wären hier. Warte mal, eben hatte ich es noch. Ah ja, genau. Regionaler täglicher Verkauf 2,8. Ist jetzt nicht sonderlich hoch. So viel wird am Tag da verkauft. 2,8 Dinger im Schnitt. Es ist jetzt nicht krass viel, aber es ist jetzt auch nicht gar nichts. Aber es sind halt einzelne Teile, ne? Also drei Stück am Tag. Es ist jetzt auch nicht so viel.
Dieses Dreck sind Waffen und ich kann halt nichts mehr machen dann. Alter, instant wieder entwaffnet. Hier. Diese Indie, ne, mit dem Entwaffnen ist richtig nervig. Jetzt habe ich halt keine CDs mehr. Gut, dass sie hier alles gepult haben. Wird mich jetzt wahrscheinlich rippen. Ah, jetzt sind wir auch noch gestunt. Ja, das rippt mich jetzt. Alter. Ach so, ich werde auf Stufe 60 runter. Ach so, das würde natürlich schon auch gehen, ja. Ja, aber ganz ehrlich, ich will jetzt hier schon die Burning Crusade Indies machen und nicht die Classic tatsächlich. Außerdem kann ich dann hier nicht nebenbei questen. Weißt du, was ich meine? Also wenn du auf dem Burning Crusade Level-Niveau, wenn du darauf kommen könntest, dann hätte ich gesagt, okay, aber ich will jetzt eigentlich mich nicht runtersinken tatsächlich. Ich habe da nämlich jetzt zu wenig Erfahrung, ob das nachteilig ist oder wie das aussieht. Ich weiß nicht. Ich mag irgendwie die Höllenhalbinsel lieber. Ich kann es dir jetzt aber auch nicht logisch erklären. Da kenne ich die Quests halt eher, ne? Gut, ich viel Questen tue ich eh nicht, ne? Ich bin jetzt hier 73 schon, gerade aufgestiegen und ich habe die ersten, ich hab nicht mal die ersten 10 Quests in der Höllenhalbinsel gemacht. Ich mache eigentlich nur Dungeons. Die Quests sind so ein bisschen zwischenrein, ne? Aber viel mache ich da jetzt auch nicht. Ach fuck, da hat jemand alles gepult. Schauen wir mal, ob das was wird. Ich habe jetzt einfach mal alle CDs gezogen. Zieh mal den noch rein. Das ging sogar. Hex hat ganz schön reingewämst. Holy moly. Na, den Dings brauchst du nicht machen, den einen Boss. Hast du es immer, wenn die gedingst werden hier? Naja. Nee, aber was ganz schlimm ist, ist drüben hier, wie heißt's? Wenn du Wortel-Innies queust und du dann Ausmerzen von Stratholm kommst, da drin bist du halt einfach eine halbe Stunde in der Instanz drin, ne? Und du hast so viele Story-Dialoge. Ich war da, hab, oder ich glaube sogar über eine halbe Stunde bist du in der Innie drin. Jetzt nicht, weil das Gameplay so lang dauert gegen die Bosse, sondern einfach nur, weil das Ding so lang dauert. Weil quasi dieses ganze Warten, die Story-Dialoge, dieses ganze Zeug, das kostet so viel Zeit in der Instanz, in die willst du nicht reinkommen. Deswegen queue ich eigentlich ungern Wottl. Also, ne, wenn ich Ding reinkommen würde, wie heißt's? Ausmerzen von Stratholm, ich würde rausgehen. Das lohnt sich nicht. Dann nimmst du lieber den Debuff in Kauf, als dass du da das Ding machst. Als dass du da den kompletten Scheiß machst. Also das ist wirklich das größte Loch, das es gibt. Ausmerzen von Stratholm.
Gut, und dann gibt es halt noch so Indies wie Oculus. Die sind halt tatsächlich auch nicht so geil. Also ich mag eigentlich Oculus. Das Problem ist, mit so random Leuten, die das nicht kennen, wie sie mit den Drachen fliegen, das ist auch ein Fass ohne Boden. Das dauert auch immer extrem lang. Achso, ich muss die Klingenwerfer hier zerstören. Die drücken wieder nicht den Ding. Das sind die Leute, die nicht blicken, dass du nicht jeden Boss machen musst, sondern dass du einfach nur. Achso, da. Ach, ich muss noch eins weiter. Dass du einfach nur den Endboss legen musst, ne? Das haben die meisten noch nicht so ganz geblickt. Jetzt habe ich das Ding gerade versucht zu erklären, dass den einen Boss musst du nicht machen, außer du willst ja halt die Quest machen. Okay, aber die haben sie anscheinend schon gemacht. Den brauchst du halt nicht, ne? Ich weiß jetzt nicht, Halle der Steine, okay, das dauert auch so ein bisschen, da hast du schon recht. Mal rausziehen. Aber es ist nichts vergleichbar mit Ausmerzen von Stratholme. Also irgendwas, halbe bis dreiviertel Stunde brauchst du, selbst wenn du sonst komplett durchrauscht durch die Instanz, brauchst du halt blöderweise einfach hier für die Instanz. Und das ist halt nicht vergleichbar mit allen anderen. Du kannst durch manche anderen Instanzen in 10 Minuten durch sein, ne? Wenn es gut läuft. Und da bist du halt dann ewig beschäftigt. Deswegen, ja. Schaue ich, dass ich die möglichst vermeide. Dass ich möglichst Burning Crusade anmelde. Da bist du dann auf der sicheren Seite. Und ja. Gut, es gibt halt auch ätzende Instanzen, ne? Dings bin ich letztens auch reingekommen. Halle Z1. Da bist du halt auch schon lang drin. Ja, muss man ehrlich sagen. Allgemein, alle HDZ-Innis, die sind von der Story cool gemacht. Aber da du halt so viel Story drin hast in diesen Instanzen, dauert es halt leider einfach. So, dann werfen wir hier mal ein bisschen Zeug ab. Warte mal. Ach. Ach nein, scheiße, jetzt hat er mich darüber geflogen. Ich wollte doch erst diese Quest hier machen. Ich dachte, jetzt kommen schon diese Turmdinger. Ach, damn, jetzt habe ich das falsche Mount genommen. Bitte. Ich war jetzt schon eine Quest weiter. Ich dachte mal, warum fliegt denn er jetzt da ewig hinter? Ich muss doch hier hin. Du musst ja nämlich später das Zeug abwerfen. Aber das habe ich jetzt halt vollkommen verballert hier. Warte mal, ich muss mal im zweiten WoW den Sound ausmachen, sonst habe ich hier mal das Gekämpfe mit drauf. Das wir tatsächlich nicht brauchen. So, okay, ja gut, dann machen wir mal hier die Quests. Bleibt sich ja eigentlich gleich. Wobei, bei der Horde, ne, habe ich hier in meiner Höllenhalbinsel gar nicht so viel gequestet, tatsächlich. Also die kenne ich nicht auswendig. Ich kenne sie halt bei der Allianz größtenteils auswendig, weil ich da halt immer quasi hier angefangen habe. Und wenn du das komplette Gebiet durchquestest, ne, also wirklich alle Quests machst, dann hast du eigentlich schon fast die 10 Level zusammen. So 8 schaffst du eigentlich fast hier. Ist schon eigentlich relativ gut, tatsächlich. So, haben wir alle Quests? Achso, ich muss wahrscheinlich die Käfer hier töten, oder? Was müssen wir denn machen? Hier hinter müssen wir dahin. Ja, gut, da haben wir ähnliche Quests wie bei den Allis. Gehen hier, krass. Ah, oder wir haben den Proc, das ist natürlich noch besser. Proc können wir immer gebrauchen. Sagt mir jetzt an sich nichts. Weiß ich jetzt nicht. Muss mal bei WoW Head eingeben. Da findest du eigentlich alle solche Sachen. Also, so mach's ich zum Beispiel immer. Immer wenn ich so Sachen suche, bei WoW Head eingeben, da spuckt's dir eigentlich das meiste aus. Jetzt schauen wir mal, dass wir hier die Sachen noch mitnehmen. Oh, und die Idee hat abgelehnt. Theoretisch kannst du auch nur rumfliegen und Kräuter und Erze abbauen, ne? Das ist anscheinend auch eine solide Level-Methode. Ich würde jetzt aber behaupten, hier in dem Bereich ist tatsächlich Dungeon Spam das Schnellere, weil du kriegst halt durch das Abschließen schon so viele P von der Ini. Kann man halt schon mal einiges noch mitnehmen. Schauen wir mal, pullen wir mal hier einiges zusammen.
Schauen wir mal, wann sie resetten. Bis hierhin vielleicht. Naja, hier als Tank hältst du das ja easy aus. Ich weiß gar nicht, ob ich mit dem jetzt schon Corium theoretisch abbauen könnte. Weil ich habe jetzt mit dem auch Bergbau und Kräuterkunde genommen, einfach um so ein bisschen nebenbei EP mitzunehmen. Ne? Immer wenn was rumliegt, und auch in Dungeons liegt ja oft mal was rum, kriegst du halt so, ja, 1-2k EP und haben oder nicht haben, ist doch ganz nett. Schau mal, damals zum Beispiel da ein Abbau-Ding hier, Teufelseisenerz, wunderbar. Ja, soll ich das jetzt noch mitnehmen? Wie lang ist denn das? 36 Sekunden. Schau mal, ob ich die so schnell down kriege. Aber da kommt auch noch das, der Gaul. Eigentlich kann ich den gleich reinziehen. Dann haben wir ihn vielleicht schneller down. Ah, ich glaube, das wird nichts mehr. Der heilt sogar auch noch. Was haben wir denn? 22 Sekunden? Na, kriegen wir hin, oder? Ach, fuck, jetzt ist der noch geedit. Ja, dann kriegen wir es wohl eher nicht hin. Ich hätte jetzt ganz gern das Erz noch abgebaut, ne? So ein bisschen EP bringt es natürlich dann doch immer. Aber leider mache ich da nicht genug Schaden, dass wir das wahrscheinlich noch hinkriegen. Ne, das wird nix. Eine Quest haben wir gekriegt. Nein! Hätte ich es doch lieber nicht angenommen. Ich habe es, obwohl schwarzer Morast. Ach, scheiße. Ich habe vorhin noch gesagt, die HDZ-Inis sind immer kacke. Jetzt sind wir im schwarzen Morast gelandet. Bitter. Na gut, wenigstens gibt es eine Quest. 18.000, naja, okay. Dammit. Das ist natürlich jetzt bitter. Ja, das ist die Ini, wo die meisten DDs AFK gehen. Gibt schlimmere Inis? Ja. HDZ 1 ist schlimmer und HDZ 4 ist quasi auch schlimmer. Aber trotzdem. Trotzdem ist, dauert die länger als eine normale andere. Und hier kannst du halt auch nicht schnell durchpullen, ne? Weil du quasi drauf gebunden bist, dass du die Portale nach und nach spielst. Aber ich meine, dass sie die schon mal verbessert haben. Oder ist das erste schon aufgegangen? Nee. Die haben das hier, glaube ich, schon verbessert, dass wenn ein Portal geschlossen ist, dass instant das nächste aufgeht. Das war tatsächlich früher nicht so. Früher waren die, glaube ich, irgendwie nach dem Timer gestellt. Und da musstest du mal warten und das war tatsächlich ziemlich ätzend. Aber naja, gut. Da machst du jetzt nichts, ne? Hier, komm her. Hier haben wir auch noch einen Gürtel gekriegt. Vielleicht ist der sogar gar nicht so schlecht. Vielseitigkeit. Och ja, den kann ich sogar nehmen. Und fürs Transmog brauche ich ihn auch noch, ne? Nicht, dass ich jetzt großartig das Transmog von Platte farmen würde, sammeln würde, aber ne, was so nebenbei rumkommt, warum nicht? Da haben sie den nächsten gepult. Das Problem ist, TSM zeigt mir immer nicht an, was wert ist, wenn ich im Combat bin. Naja gut, 800 Gold. Also für 800 Gold brauche ich jetzt nicht unbedingt. Dann ziehen wir ihn lieber an. Hände. Ah, das war jetzt wichtig. Hände brauchte ich, weil ich habe immer noch die, die du im Startgebiet gekriegt hast. Und die waren letztens auch rot, ne? Da habe ich mir die ganze Zeit gedacht, habe ich nicht irgendwo andere Hände? Dann muss ich sie nicht reparieren. Ja, 88er Gear, das passt jetzt. Jetzt haben wir an den ganzen Slots zumindest Gear aus ja, Burning Crusade und nicht mehr dieses ganz alte Classic-Zeug. Weil die Hände waren tatsächlich noch der größte Mist. Du, ich finde Oculus nicht so schlimm, wie viele tun. Oculus, wenn die Leute wissen, was sie tun, bist du in Oculus auch in, weiß ich nicht, in 10 Minuten, Viertelstunde, kannst du in Oculus auch durch sein. Alles easy. Aber es ist halt das Problem, dass viele Leute halt nicht damit klarkommen, dass sie mit diesem Drachen rumfliegen müssen. Und den dreidimensional. Ja, wenn das Wort wenn nicht wäre, ne? Ich war letztens in einer Gruppe ohne Scheiß. Das war noch mit meinem anderen Char. Ich habe ja davor den Dings gelevelt. Den, nach wie heißt er? Den Mechagnom, genau. Und bin Oculus gelandet. Und das Erste, was die Leute schon geschrieben haben, nee, Oculus. Und ich dachte mir, okay. Die Leute, die rumheulen, dass Oculus scheiße ist, sind blöderweise meistens die Leute, die es halt nicht drauf haben mit dem Mount, ne? Das ist meistens so. Und da, du musst halt eigentlich nur von einer zur anderen Plattform, du kannst eigentlich
so fliegen, dass du so gut wie keine Mobs pullst. Und natürlich haben sie fast alles gepullt, was nicht bei drei auf dem Baum war. Das war ja sowieso. Und die haben sich ständig verirrt. Da ist es, ne? Der eine Baum ist die eine Plattform und die andere Plattform ist der andere Baum. Diese Distanz, gut, die sind vielleicht nicht auf einer Ebene. Das eine ist ein paar Meter unten, das andere oben. Ohne Scheiß, das haben die nicht hingebracht. Dann fliegen sie von der einen Plattform los, müssen von da nach da, dann fliegen sie dann über, dahinter, ganz dahinter, hier rüber, darüber, irgendwo, wo schon gar nicht mehr die Instanz ist, haben alles mitgenommen, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Ich denke mir, ist das euer Ernst? Ihr müsst hier 10 Meter rüberfliegen. Haben sie nicht hingekriegt. Und vor allem, du musst doch überlegen, du fliegst doch auch die ganze Zeit mit dem Flugmount rum, ne? Also, es ist ja jetzt nicht so viel anders, ob du mit dem Drachen rumfliegst und von einer zu anderen, oder ob du mit dem Flugmount zu irgendeiner Instanz, zum irgendeinem Instanzeingang fliegst. Es ist ja eigentlich dasselbe mit hoch, runter, ne, und den Richtungen. Es ist ja nicht so, ob das was komplett Neues ist. Aber, naja. Das hat mich schon das eine oder andere graue Haar gekostet, ich sag's euch. Ich hab die halbe Instanz tatsächlich alleine gemacht, das Tank. Also die Mobs hauen da jetzt auch nicht so viel rein, weil die sind halt einfach nicht mitgekommen. Dann habe ich versucht, aufzumounten und zu warten, bis sie neben mir herfliegen. Dann sind sie wieder ewig nicht aufgemountet. Es war so ein kotziges Ding. Und dann ist der Heiler mittendrin rausgegangen, weil er keinen Bock mehr hatte auf die Instanz. Dann mussten wir auf den nächsten Heiler warten. Und dann ist natürlich der neue Heiler wieder ganz am Anfang gespawnt. Und dann ging es halt los, ne? Weil wenn den Oculus einer lieft, dann ist halt die Problematik, der neue hat ja dann keinen Drachen, spawnt dann nicht bei dir, sondern irgendwo ganz am Anfang. Dann musste ich wieder den irgendwo aufklauben, dass er wieder hochfindet, wo wir sind. Eieieiei. Ja gut, Alcatraz ist halt einfach nur nervig, weil die Instanz relativ lang ist, zum einen. Und zum anderen, du tatsächlich ein paar Mechanics spielen musst. Da ist die Instanz wirklich, also die Instanz ist wirklich im Verhältnis zu anderen Instanzen in dem Levelbereich schwieriger, muss man einfach sagen. Die hat halt einfach viel Fail-Potenzial. Zum Beispiel alleine, da gibt es ja diesen einen Raum mit den Leerwandlern in Alcatraz, die du quasi immer rumziehen musst, dass sie sich nicht hochbuffen, ne? Die hauen ja dann richtig raus und das machen viele Leute auch falsch. Oder da gibt es ja einige Mobs, die stacken hoch oder einige fiese Putts. Zum Beispiel die Putt vom Endboss, die wird auch immer geaddet, habe ich das Gefühl. Mittlerweile adde ich sie schon absichtlich, dass sie nicht wer anders von hinten adden kann, weil da vibest du auch oft. Also die Ini ist tatsächlich einfach nur knackig, aber die finde ich jetzt auch nicht so schlimm. Ätzendere Instanzen sind meiner Meinung nach die, wo du halt so Story-Dialoge nicht skippen kannst, ne? Und das ist halt, da ist HDZ 4 doch mit Abstand die ätzendste. Okay, meinst du, dass Questen und Erze abbauen bzw. Pflanzen, dass das schneller ist als Dungeons? Ich weiß nicht, weil mit Dungeons fahre ich eigentlich schon immer ganz gut, ne? Außer man erwischt halt die blöden Inis, ne? Das ist klar. Das ist klar. Ich quest halt zwischendrin immer so ein bisschen. Immer wenn quasi die Möglichkeit ist, bin ich ein bisschen am Questen. Du ziehst nicht durch, okay. Ja, gut. Ich meistens schon. Also, wenn ich einen Char level, dann versuche ich den schon einigermaßen effizient zu leveln. Naja. Ich habe jetzt nicht mitgestoppt, aber die Instanz dauert jetzt ein gutes Stück länger als zum Beispiel ein Höllenfeuer-Bollwerk, ne? Höllenfeuer-Bollwerk ist eine der schnellsten Instanzen, die du laufen kannst. Deswegen habe ich mir ja schon mal überlegt, ob man es irgendwie hinkriegen könnte, dass man nur bestimmte Instanzen läuft, ne? Zum Beispiel kannst du es ja hinbekommen, dass du, also wenn du jemanden hast, der niedrig genug ist, ich glaube, wenn jemand 58 ist oder so, dann, und du Burning Crusade queust oder 59, dann kommst du, glaube ich, nur ins Bollwerk rein, weil die anderen Instanzen irgendwie zu hoch sind oder irgendwie so war das. Warte mal, wir können mal gucken. Spezifische, Burg Utgard, Nexus, achso, das ist jetzt Wortding hier. Hier, Bollwerk, ne, ist 58. Wenn du 58 bist, aber ich glaube, du kannst nicht random queuen, wenn jemand 58 ist. Ich glaube, du kannst erst random queuen, wenn jemand 59 ist. Und obwohl, warte mal.
Ah nee, doch, die EP ist jetzt die Abschluss-EP in Instanz. Wenn du spezifisch queuest, dann kriegst du die komplette EP nicht, ne? Dann bringt es dir nichts. Ich habe jetzt kurz überlegen müssen. Nee. Wenn das gehen würde, wenn du spezifisch queuest, dass du auch die EP kriegst, dann würde ich einfach immer nur Bollwerk reinqueuen und würde die EP mitnehmen. Das wäre richtig gut. Weil da kommst du definitiv am schnellsten durch. Oder was halt auch krass ist, was eigentlich die allerbeste Instanz überhaupt ist, ist Verlies. Verlies kannst du. Also wir reden jetzt hier vom Stormwind Verlies. Du kannst im Stormwind Verlies gleich nach links zum Endboss gehen, den umhauen und kriegst die komplette Dungeon EP. Also du kannst die Instanz in 2 Minuten machen. Wenn du richtig krass mit der Gruppe unterwegs bist, kannst du die Instanz in der Minute durchballern, theoretisch. Gut, wahrscheinlich kommst du dann in Lockout, ne? Warte mal, ach, da hinten müssen wir hin. Also das ist echt krass. Weil die anderen Bosse, die bringen dir tatsächlich alle nichts. Ja, ich hab. Aber das ist schon ein bisschen her, da gab es ja diese ganzen Tränke noch. Und dann hat hier Rev, also werbt einen Freund, hat noch besser gezählt. Das war noch zu WoD, als 100 das Max-Level war, hab ich 2 Videos gemacht. Ein Video war von 1 auf 90 damals, innerhalb von 48 Minuten, ne? Und dann war es noch ein anderes Video, wo ich von 93 auf 100 innerhalb von 11 Minuten. Genau. Das ist richtig, ich hab doch ein paar mehr Chars hochgespielt. Also ich habe über 80 Chars jetzt auf 120. Da haben wir doch schon einiges gemacht mittlerweile. Ich habe also allein die verbündeten Völker immer, ne? Das summiert sich jetzt langsam. Wie viel gibt's? Warte mal, es gab. Gibt's jetzt 8 oder 10? Ich glaube 10 sind schon, oder? Es waren 4 und nochmal. Nee, es sind 8 verbündete Völker, oder? Die man jetzt im Moment hat. Also allein das ist ja schon mal einiges. Ja, der haut echt gut rein, der Dude hier. Was machen wir mit den Welpen? Okay, mein Decay ging da irgendwie nicht hin. Knatzt er mich hier langsam. Ich glaube, du darfst ihn gar nicht so weit vom Portal wegziehen. Heileffekt um 70% verringert. Krass. Ich glaube, ich habe irgendwas falsch gemacht. Twink Army, ja. Du, warum nicht, ne? Also ich muss sagen, in dem einen oder anderen Moment sind so viele Twinks ganz praktisch. Unter anderem dann, wenn du halt, ja, verschiedene. Oh, 10.000 Gold ist dieser Gammeldolch wert. Den behalten wir vielleicht dann mal und geben ihm zu meinem Ahacha und machen wir ein bisschen Gold damit. Schau, da muss man immer mal wieder drüber gucken. Da sind manche so Green-Sachen, sind halt üble seltene Drops und die sind halt tatsächlich schon was wert. Deswegen gucke ich da schon immer mal ein bisschen drauf. Okay, kann man damit ein bisschen Gold machen? Das gefällt mir nicht. Jetzt muss ich das hier mal klicken, weil ich es auf D gebindet habe. Und ich weiß gar nicht, D habe ich hier unten. Na gut, okay. Komme ich halt schlecht hin tatsächlich. Hoffen wir mal, dass wir nachher in eine bessere Ini reinkommen, ne? Nicht wieder wir rein. Ah, Schultern, blöd. Die kann ich auch nicht austauschen. Was ich eigentlich noch machen sollte, sind meine Sachen verzaubern, ne? Also hier dieses Account Gear. Wobei die stärkste Verzauberung ist ja eh schon die Rune, die ich draufgeklatscht habe beim DK. Also von dem her, ja, Waffen-VZ macht tatsächlich immer am meisten aus. Ja, genau. Aber nicht nur beim Char-Mount, sondern auch bei vielen anderen Sachen, ne? Ich habe es jetzt halt auch wieder gemerkt, als die Mount zum Beispiel im Tal, ne, bei der Mogu-Invasion, gibt es ja sehr viele Mount-Drops. Und wenn du da halt einfach mit X-Twinks hin kannst, dann kannst du halt einfach mal das an einem Tag farmen, ne? Und musst halt nicht X Tage warten. Also wenn ich da einfach mit 20, 30 Chars hingehe und dann kann ich es mir halt direkt farmen. Das ist halt praktisch. Klar, man, natürlich kann man auch jetzt sagen, ich mache das nur mit einem Char über die nächsten 1, 2 Monate und mache das halt jeden Tag, ne? Das geht natürlich sicher auch.
Aber dann hat man es halt ein bisschen später. Und ich bin halt eher so ein bisschen eingestellt, okay, ich habe diese ganzen Twinks, ich will das und das haben und dann farme ich es mir halt mit den ganzen Chars und dann habe ich es halt sofort, ne? Gut, manchmal brauchst du dann dennoch ein paar Tage, ne? Aber im Normalfall kriegst du es relativ schnell. Vor allem, jetzt ist es ja so mit den Invasionen, dass du ja nur immer eine halbe Woche Zeit hast. Jetzt zum Beispiel bei den Mogul-Invasionen, eine halbe Woche hast du eine Mogul-Invasion. Und dann dementsprechend ist ja wieder die andere, also die, was sind Mantis, die andere halbe Woche und dann die nächste Woche ist ja wieder Schwarz Imperium und dann kommt erst wieder das. Also musst dann, hast dann immer alle 2 Wochen eine halbe Woche, wo du es farmen kannst, ne? Ja, natürlich, beim Schar waren es mehr, ne? Also beim Schar habe ich lang gefarmt, aber der hat ja auch eine erbärmliche Drop-Chance. Das sind ja 0,0 irgendwas. Also, das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. Schar des Zorns waren über 6000 Tries, ne? Das habe ich über Jahre gefarmt, dieses Mount. Ich habe das aber auch nicht immer mit allen Chars gefarmt, die ich hatte. Das ist immer temporär mehr und weniger gewesen, aber mit ein paar habe ich es tatsächlich immer gefarmt, ne? Das war dann mal ein paar Wochen habe ich es nur mit 2, 3 Chars gefarmt, weil ich halt fast keine Zeit hatte, weil halt viel anderer Content war. Und dann waren es halt auch wieder Zeiten, wo ich es halt durchgehend mit allen Chars, mit 50, 60, 70, 80 Chars gefarmt habe und eigentlich jetzt Ende Lied. Oh fuck, da ist der Boss. Ende Legion, Anfang BFA habe ich es tatsächlich jede Woche mit allen Chars gefarmt. Über ein Jahr weg. Also über ein Jahr habe ich es tatsächlich mit allen Chars gefarmt. Ich hatte aber davor, ne, hatte ich ja auch noch Galleon offen. Ich hatte noch Dings offen hier. Nalak. Ich hatte Ding hier und das da. Also da waren ja noch ein paar mehr World Boss Mounts. Kann ich? Ach, gegen den Stun? Achso, ich habe schon das gezogen. Hat man nicht hier noch so ein Item von der Quest? Hier, das hier. Ah, so ein Zeitdrachen. Der stunt ihn doch irgendwie kurz. Nö, okay. Ich dachte eigentlich, dass er dann gestunt wird oder irgendwas. Okay, oder nicht? Das ist weg, das Item. Schade. Gleich dürfen wir nicht vergessen, dass wir die Quest nur abgeben. Hier in der Instanz vergesse ich das relativ oft. Ja, die bringt halt leider auch nicht mehr EP als alle anderen. So. Perfekt. Sind wir wieder ein Level hochgekommen. Oh, haben wir wieder einen Transmog gekriegt. Das ist sogar noch ein Stück besser als das andere Item. Machen wir einen Beutel auf. Rücken, den brauche ich leider auch nicht. Geben wir die Quest noch schnell ab und dann gucken wir mal weiter. Da müssen wir hin. Haben wir noch eine Spinne geaddet? Wunderbar, so muss das sein. Was ich ein bisschen komisch finde, ne? Hier, der schwarze Morast, steht hier quasi das Portal. Und im Live-Game, also außerhalb von der Instanz, ist es ja in den Füßen Landen. Das ist immer so ein bisschen, wo ich mir denke, passt nicht so ganz zusammen. Ist eigentlich quasi eine Zone weiter. Aber vielleicht haben ja die Füßen Landen früher einfach zum Morast gehört und erst ist das Portal. Quasi, okay, die wollen anscheinend nicht. Einer hat es verlassen. Versuche immer mit einem Heiler mitzunehmen, da muss ich nicht so lange warten, tatsächlich. Ja, das ist ganz klar. Also die Chance von den ganzen Mounts, die ist unterirdisch. Brauchen wir nicht drüber reden. Also sie ist wirklich unterirdisch. Die liegen ja alle unter 1%, ne? Und der Schar des Zorns Mount hat ja die beschissenste Chance. Aber ich bin richtig froh, dass ich das weg hab. Ich sag's euch. Es ist jetzt zwar mit dem zweiten Account ging's ganz, ne? Ganz gut. Ich hab da ja nie gestanden und hab ja nur auf das gewartet, ne? Weil es spawnt ja alle Viertelstunde mittlerweile. Das haben sie ja geändert. Das war ja früher teilweise ein bisschen länger. Vor allem, glaub. Und das da war, glaube ich, 2 Stunden oder so. Also der war ja erst einmal, glaube ich, in der Woche. Dann hat man irgendwann auf 2 Stunden. Nicht und das da hier. Galleon rede ich jetzt. Erst war er, glaube ich, einmal in der Woche, was er spawnt. Dann haben sie ihn irgendwann mal auf 2 Stunden runter. Und dann haben sie irgendwann mal alle World Bosse auf eine Viertelstunde gepatcht. Und das finde ich eigentlich eine erträgliche Frequenz, ne? Obwohl sie davor Jahre rumgetan haben, wo sie gesagt haben, nein, sie patchen das nicht um, sie lassen das so. Und dann sind sie irgendwann doch eingeknickt, wo schon keiner mehr eigentlich dran geglaubt hat, dass sie dann auch jetzt irgendwas machen nach X-Addons. Haben sie es dann doch nochmal geändert, wo ich mir auch gedacht habe, okay,
Ja, das hättet ihr ja gleich machen können. Aber naja, Blizzard braucht manchmal immer so ein bisschen. Okay, anscheinend nimmt er nicht an. Vielleicht kriege ich das noch weggelootet. Perfekt. Bitte lass es eine neue Instanz sein. Yes, hier habe ich nochmal Quests. Quests machen ziemlich viel aus, ne, wenn du den Instanz noch hast. Einfach hier nochmal 2x18 KP. Kann man mitnehmen. Deswegen versuche ich halt meistens immer in verschiedene Instanzen reinzukommen. Eigentlich wäre es tatsächlich besser, wenn ich jetzt Wattle queuen würde, weil dann würde ich relativ sicher immer in Instanzen reinkommen, in denen ich noch nicht drin war. Wisst ihr, was ich meine? Und wo ich dann noch Quests habe. Das Problem ist, wenn dann natürlich hier der Zong kommt, der große, mit Stratholm, dann ist halt ein bisschen blöd. Deswegen ja. Oder Oculus. Dude, ich glaube, dann kannst du nicht farmen. Also damals war es so. Also ich kann mich da noch erinnern, mit Mob kam ja, glaube ich, das Xream-System rein. Und damals war es so, dass halt Undaster, das war ja der erste, und im Schar des Zorns. Gut, bei Schar des Zorns weiß ich es gar nicht mehr genau, bei Undaster weiß ich es noch. Da wurde dann in der Hauptstadt gepostet, hey, Undaster ist da, er ist da. Also der ist halt irgendwie nur einmal, glaube ich, pro Woche gespawnt oder zweimal oder so, also extrem selten auf dem kompletten Server. Und dann haben sich da quasi Gruppen gebildet. Und dann haben halt die Leute geguckt, dass sie mit ihrer Gruppe ihn gekriegt haben. Also, dass sie sich richtig gefetzt um den Boss, ne? Also, da die Horde und die Allianz haben sich auch gefetzt. Und teilweise war es dann so, dass dann Leute andere von anderen Servern eingeladen haben. Und dann waren irgendwelche Top-Raids, die haben halt dann den weggesniped, ne? Die haben dann immer geschaut, auf welchem Server er da ist, haben sich dann einladen lassen und den da weggesniped, den Boss. Und irgendwas hat, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie das war, aber ich meine, Blizzard hat irgendwas gemacht, dass du dann nur noch den Loot kriegst, wenn er auf deinem Server ist oder irgendwie sowas. Oder irgendwie, irgendwas haben sie dann gemacht oder sie haben, oder war das dann schon, dass sie die Dingszeit runter gemacht haben? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall war das echt ein bisschen ätzend, weil du den hast du kaum gekriegt, den World Boss, weil der halt immer sofort weggehauen worden ist, wenn der mal gespawnt ist, ne? Das haben sie dann relativ schnell eingesehen, dass das vielleicht nicht die beste Strategie ist. Sowas hatten sie ja auch damals schon, ne? Also im Burning Crusade war es ja auch ähnlich mit den World Bossen oder auch im Classic, dass der halt einmal da gespawnt ist, alle hui, und dann hat halt der den gekriegt, der am schnellsten seine Gruppe aufgebaut hat und ihn umgeboxt hat, ne? Ja, weiß ich nicht. Finde es dann tatsächlich schon fairer, wenn es so ist, wie es jetzt ist, dass man quasi, ja, steht jetzt spawnen hier nochmal Mobs, ich habe keine E-Ready, dass man quasi ihn in einer regelmäßigen Spawnzeit hat und ihn jeder umhauen kann. Weil sonst musst du den halt ewig campen und der jetzt um 1 Uhr in der Nacht, der gerade da ist, der ihn sieht, dass er spawnt, der kriegt ihn dann halt und die anderen haben halt Pech gehabt, ne? Finde ich halt so ein bisschen blöd. Die World Bosse in Burning Crusade sind ja immer noch so, ne? Also, da gibt es ja auch ein paar, die ich jetzt vielleicht so für das ein oder andere Transmog noch haben wollen würde. Aber die spawnen halt so selten und ich habe halt eigentlich auch keinen Bock, die zu campen tatsächlich. Wobei, ich könnte meinen zweiten Account, fällt mir gerade ein, den könnte ich da jetzt eigentlich hinstellen und den Typen campen. Mit dem mache ich jetzt gerade eh nichts Sinniges. Also, es gibt halt, ne? Lord Kazak, der ist da oben am Thron heißt der Thron der Legion? Ich weiß das gar nicht. Also an dem Thron hier in der Höllenhalbinsel. Warte mal. Oder heißt das Kil'jaedens Thron? Irgendwie so hieß das hier oben. Ich glaube, Kil'jaedens Thron heißt das. Und der andere steht vor Black Temple, wo ich noch was brauche. Die müsste ich mal gucken, ob ich die mal farm. Achso, hier war noch eine Quest, ne? Die können wir noch mitnehmen. Eine Quest. Der nächste Boss kann ja auch manchmal ein bisschen ätzend sein, wenn die Caster nicht verstehen, dass sie auf Max-Range gehen müssen. Dann brauchst du nämlich ewig, um den umzuhauen. Dann kommt ja auch noch so eine Bombe, ne? Und dann wird es dann manchmal anstrengend.
Ja, dieser Knockback, echt. Nicht, dass ich nur hier runterfliege. Da ist dann nämlich Feierabend. Ach, halt, falsche Richtung. Schauen wir mal. Ach, jetzt haben sie den hier. Das ist halt unnötig. Ich weiß nicht, ob der hier irgendwo resettet. Eigentlich willst du den halt nicht auf der Brücke spielen. Ja, super. Dieser Vollidiot-Mage, der ihn halt auch gepult hat, weil er nicht warten kann, steht sich jetzt hier in Melee-Range hin und kriegt halt 200% Zauberzeit, ne? Bravo. Dadurch, dass er den jetzt gepult hat, brauchen wir wesentlich länger, weil er hier in Melee-Range rumsteht. Weiß ich nicht. Das sind so Leute, wo ich mir echt einen Kopf lang. Was macht er jetzt hier? Der läuft jetzt irgendwo da hinten rum. Ja, Mili musste dran stehen bleiben. Jetzt läuft er wieder in die Bombe rein. Was macht denn der Typ? Das Problem ist, der Highlight hat auch 5 Jahre Castzeit. Ja. Ohne Scheiß, echt. Ja, da würde ich jetzt rausgehen aus der Bombe. Oder du bleibst einfach stehen. Ah, super, jetzt haben wir auch noch irgendeinen so einen Kackmob geedit. Immer wieder schön, ich sag's doch. Vor allem der Dot haut ziemlich gut rein, ne? Also. Deswegen, du bist nicht immer schneller, wenn du go irgendwo einfach reinhaust. Ne? Also manchmal muss man halt mit Sinn und Verstand wo reinpullen. Dieser Mage ist eher nicht so mit Sinn und Verstand gesegnet, tatsächlich. Weil offensichtlich kennt er die Instanz nicht, weil sonst wüsste er, dass er nicht neben dem Mob steht als Caster. Aber erstmal reinpullen, weißt du? Solche Leute liebe ich. Solche Leute liebe ich. Aber Account Gearder zumindest, ne? Achso, hier müssen wir alle Dinger machen, ne? Alle Skelette, die brauchen wir für die Quest tatsächlich. Aber zum Beispiel das hier ist auch eine relativ schnelle Inni. Also wenn ich das jetzt so vergleiche, ne, mit HDZ zum Beispiel, hier bist du schnell durch, aber du hast im Endeffekt ja auch nur 2 Bosse. Oh shit, den müssen wir noch ranholen. Schauen wir mal. Ah, ich brauche alle 3 Totenbeschwörer, ne? Also gleich im nächsten Raum müssen wir tatsächlich alles zusammenpullen. Da stehen 3 so Dudes mit ewig vielen Mobs rum. Schauen wir mal. Ich habe auch gehört, dass es irgendwie so ein EP-Farm geben soll in Dulmorok, wo du die ganze Zeit so semi-AFK so Mobs umklopfen kannst. Da habe ich mir auch schon überlegt, ob ich einen von meinen verbündeten Völkern da mal versuche hochzuleveln, ob das gut funktioniert, weil es so passiv quasi auf dem zweiten Bildschirm. Aber ich weiß nicht. Ich habe mir da mal ein Video angeguckt. Das sah irgendwie nicht so effizient aus. Und da ich ganz gerne auch mal ein paar Dungeons laufe im Low-Level, dachte ich mir, na komm, lässt du einfach so hoch. Passt schon. Können wir den rüberziehen zu dem anderen? Ah ne, es sind doch 4. Seht ihr das? Also wir hätten doch nicht alle gebraucht. Egal. Bring ja auch EP. Nebenbei hier schauen, muss wieder quasi eine Base steffen im BG. Vielleicht gewinne ich ja mal eins. Ich bin ein bisschen am Leechen tatsächlich. So, den nehmen wir noch mit. Schau, den hätten wir gar nicht gebraucht. Oh, meine Flask läuft gleich wieder aus. Da müssen wir auch gleich nochmal gucken. So. Ach komm, die Skelette, scheiß drauf.
Den habe ich hier im HC gefarmt, ne? Für Transmog. Und da ist es so, dass er bei, ich glaube, 40% oder so beschwört aus dem Spiegelbild. Und die Kacke ist, das Spiegelbild ist quasi auch ein Boss in Anführungszeichen und hat eine Loot-Tabelle. Das Problem ist, wenn du ihn einfach one-shottest, beschwört er den anderen Boss nicht und du kriegst den Loot halt nicht. Und ich brauchte halt den Loot von dem Spiegelbild. Und das war halt richtig ätzend, weil ich selbst mit Auto-Hit und mit allem Gear ausgezogen nicht hinbekommen habe, dass ich nicht gewonshottet habe. Richtiger Kack. Oder ich habe ihn auf 50% gehauen und mit dem zweiten Auto-Hit dann halt weggeschottet. Es war halt ein richtiger Kack. Oh, warte mal, wir werden gerade angegriffen hier. muss mal kurz hier im BG ein bisschen supporten noch. Nicht, dass uns die Base geklaut wird. Ah, schau mal, da haben wir das Spiegelbild, von dem ich geredet habe. Okay, spawnt anscheinend auch im NHC. Wusste ich jetzt tatsächlich nicht. Und da wollte ich halt meinen Transmog haben von. Und ja. Hat halt nicht so ganz funktioniert. Mal ganz schnell hier noch gucken, dass wir die Base noch supporten. Nicht, dass ich gewotet werde. Versuche nebenbei noch ein paar Wins hier in der Tiefenwindschlucht zu kriegen. Def nebenbei mal so ein bisschen die Basen. So, Quest haben wir abgegeben. Müssen wir noch was aufsammeln? Nee, aber da hinten gibt es noch ein Erz. Schauen wir mal, wo das ist. Oh, das ist Choriumerz. Da haben wir ja vorher geredet, dass das so viel Gold wert ist. So, dann porten wir uns raus und rein. Nehmen das Ding hier noch mit. Ah, jetzt habe ich natürlich die Geier hier am Arsch. Ja, shit, weil ich genau in den Geiern stehen geblieben bin. Haben mehr oder minder erfolgreich die Base verteidigt, ich sag's euch. Jetzt muss ich bloß gucken, weil ich muss dann auch nochmal hochlaufen. Jetzt können wir auch gleich mal gucken, aber es war nur ein Chorium drin, ne? Wie viel, das, ja gut, okay, hier auf Blackmore ist anscheinend weniger wert, aber 800 Gold sind 800 Gold, ne? So, die Quest und dann muss ich blöderweise noch einmal hoch. Gut, dann bin ich nahe dem Überlegen, ob ich dann tatsächlich mal ein Ding laufen soll. Ob ich dann mal, einen Wattle Dungeon rennen. Vielleicht lohnt sich das ja tatsächlich mehr. Weil da werde ich wahrscheinlich mehr Instanzen jetzt noch dabei haben, die ich halt tatsächlich brauche. Also wo da noch eine Quest dabei ist, die ich dann halt noch machen kann. Naja, gut, okay. So, einmal nach oben. Ich weiß jetzt nicht, ob ich mit dem Heiler nochmal queuen soll. So schlecht war der eigentlich nicht. Und dann komme ich auch wieder instant rein, ne? Aber wir sind jetzt auch gleich bei der Stunde angelangt. Ihr seht, mein Fläschchen ist gleich am Auslaufen. Jetzt machen wir das aber noch und wir sind quasi auf Level 75 gekommen. Ja, das ist doch ganz okay, oder? 4 Level haben wir gemacht. Jetzt nochmal 4 machen. Ist doch ganz okay. Wobei ich mir jetzt wahrscheinlich gleich nochmal was erstmal was zum Essen hole und dann versuche mal Wattle zu queuen. Mal schauen, ob das dann mehr zum Erfolg führt. Ich kann ja dann vor allem, wenn es gut läuft, auch noch Dings holen hier. Asjolnarub, das ist halt wirklich auch eine extrem schnelle Indie. Die kannst du in unter 10 Minuten durchballern, wenn die Gruppe einigermaßen mitmacht. Ja, mal schauen. Ich werde mich wahrscheinlich gleich ärgern, ne, wenn ich dann in ein falsches Dungeon reinkomme. Gut, dann liefen wir mal hier raus. Und ja, das war's dann erstmal mit der Episode. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Teller, bis zum nächsten Mal. Ciao.